Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Müritzeum in Waren. Viele verschiedene Veranstaltungen können Sie im November im Müritzeum besuchen. Am 13. November berichtet Hans-Dieter Fiebrands von seinen Fahrradabenteuern. Im Spätherbst 2023 ging es für ihn einen Monat von Süd nach Nord durch den Oman. Über dieses Land, die dort lebenden Menschen und seine spannenden Abenteuer während der Radtour wird Herr Fiebrands am 13. November um 18.30 Uhr berichten. Seit 25 Jahren schon erstrahlen die Naturbilder des Glanzlichter-Fotowettbewerbs. Rund 350.000 Bilder wurden seit Beginn eingereicht. Ab dem 19. November ergänzen die 80 Gewinnerbilder des letzten Jahres die Dauerausstellung des Müritzeums. Bestaunen Sie faszinierende Momentaufnahmen von Pflanzen, Tieren und Landschaften und lassen Sie sich von der Schönheit der dargestellten Natur beeindrucken. Zum Ende des Novembers lädt das Müritzeum ein, sich in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam auf die besinnlich-festliche Jahreszeit einzustimmen. Am Samstag, den 23. November, öffnet die Adventswerkstatt von 10 bis 12 Uhr ihre Türen. Hier können dann kleine und große Künstlerinnen und Künstler mit Natur- und Recyclingmaterialien weihnachtlichen Schmuck zaubern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Um eine Anmeldung bis zum 21. November wird gebeten, telefonisch oder vor Ort im Müritzeum.